Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte euch heute zeigen, wie ich diese Spannbettlaken falte, damit die so ein schönes Päckchen ergeben und nicht so, ja, wie so ein Gespenst aussehen. Ich weiß nicht, also das ist ja echt gruselig zusammengefaltet teilweise oder manchmal ist es eine riesen Herausforderung und ich habe da so eine Technik, die ich euch gerne mal zeigen wollte. Diese Laken mit diesem Gummi. Ich meine, klar, wer hat das nicht? Das hat wahrscheinlich jeder zu Hause, weil das super praktisch ist. Aber zum Zusammenlegen kann das eine riesen Herausforderung sein, wenn man das irgendwie so probiert. Allein die Luft schon, die dann immer wieder entsteht. Und am Ende sieht es dann irgendwie meistens, ich komme mal vor, wie so ein Wollknoll aus. Und ich mache das aber, damit es trotzdem schön aussieht, nehme ich zwei Ecken, links und rechts, und mache das so, dass diese Nähte mich jetzt sozusagen angucken. Dann greife ich und packe das Ganze einmal an und das Gleiche mache ich dann auch auf der anderen Seite. Also, hier habe ich schon, das halte ich fest, das lasse ich nicht mehr los und hier drüben greifen wir jetzt auch einmal, dass wir die Ecken aufeinander bringen. So, Ecke zu Ecke. Und jetzt das Gleiche noch einmal. So, dass am Ende alle Ecken zusammen sind. So, und danach lege ich mir das immer gerne hin, denn sonst wird es bei mir auch schwierig, finde ich. Also manche können das auch tatsächlich im Stehen. Aber ich lege mir das auch immer gerne hin. Und dann sieht das Ganze so aus. Das gibt jetzt schon, ja, ein Quadrat nicht unbedingt, aber auf jeden Fall ein Rechteck. Und ich nehme dann immer die Außenseite, dritte das Ganze, so gedanklich würde ich jetzt sagen, und schlage das um. So, fertig ist mein Paket. Dann kann ich auch wirklich noch was drauflegen, kann das schön übereinander stapeln, so dass das im Schrank nicht umfällt. Oder ihr könnt es natürlich auch euch hinstellen, zurechtstellen, wie ein Paket, so nach dieser KonMari-Methode.